sind wir frohgemut, so will es Gott gefallen. Der Herr ist seinem Volke gut, so soll ein Lob erschallen. Wir grüßen dich in deinem Haus, du Mutter aller Gnaden. Nun breite deine Hände aus, dann wird kein Feind uns schaden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, es ist Samstag, der Tag der Gottesmutter unter den Wochentagen. Zugleich haben wir heute auch in der ganzen Kirche das Fest des heiligen Bonaventura. Da müssen wir zurückgehen. Um 1200 herum in die Zeit, in der Franz von Assisi gewirkt hat. Und Bonaventura war ebenfalls in seinem Orden eingetreten und war ein Zeitgenosse von Franz von Assisi. Bonaventura war ein großer Gelehrter, hat den Franziskanerorden theologisch geschult und vor allem geprägt auch. So hat die Kirche zu allen Zeiten immer wieder Leute, die dem Volk verkünden, was das Volk braucht. Ich denke, dass Gott für jede Zeit Menschen hat, die er berufen hat dazu, eben das Volk zu lehren, durch Beispiel oder auch eben durch die Lehre. Bonaventura, ein großer Theologe, lehrt bis heute den Franziskanerorden und damit auch die Kirche. Er ist ein Kirchenlehrer. Wir wollen ihn bitten, dass er uns Fürsprache leistet, damit auch in unserer Zeit große Geister, große Menschen mit einem weiten Geist und mit einem großen Herzen die Kirche prägen können. Wir selbst wollen uns erniedrigen vor Gott und in Demut unsere Schuld bekennen. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Lasst uns beten. Gott, du ewige Weisheit und Liebe, gib uns die Gnade, dass wir nach dem Vorbild des heiligen Bonaventura beharrlich deine Wahrheit suchen und nach immer größerer Liebe streben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder, ich beuge meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in eurem Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Es lobt das Licht und das Gestein gar herrlich, wie ich mit Schweigen der Sonne Glanz, des Mondes Schein, will deine Wunder zeigen. Wir aber kommen aus der Zeit, ganz arm in deine Hände und tragen Sünde, tragen Leid zu deine Gnade Welle. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit dem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn nur einer ist euer Meister. Ihr alle aber seid Brüder. Auch sollt ihr niemand auf Erden euren Vater nennen, denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel. Auch sollt ihr euch nicht Lehrer nennen lassen, denn nur einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte von euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, immer und immer wieder sagt uns die Heilige Schrift, dass wir nicht hochmütig sein dürfen. Immer wieder sagt es uns Jesus, dass wir Gott als den Höchsten verehren sollen, an ihn glauben, ihn lieben und dass wir demütig uns als Sünder vor ihm bekennen. Denn wer ist ohne Sünde? Jesus hat einmal die Leute gefragt: Wer von euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Niemand konnte es, weil er eben ohne Sünde ist. Aber wir müssen uns als Sünder bekennen und in Demut den Herrn um das Verzeihen bitten. Freilich lässt Gott uns auch die anderen um Verzeihung bitten. Er koppelt es sozusagen
an seine Barmherzigkeit an, wenn wir selber anderen Menschen gegenüber barmherzig sind. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. So hat uns Jesus im Vaterunser beten gelehrt. Vergebung brauchen wir. Wir bekommen sie von Gott. Aber wir müssen auch bereit sein, unseren Mitmenschen, wenn sie uns gegenüber schuldig geworden sind, Vergebung zu gewähren. Gelobt sei Jesus Christus. Zu Christus, der Quelle aller Weisheit, lasst uns in Freude und Zuversicht beten. Schenke den Regierenden ein weises Herz, damit sie fähig werden, den Menschen zu dienen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gib allen Seelsorgen ein Gespür für die Nöte und Schwächen der Menschen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Berufe junge Menschen, um in der Gemeinschaft der Franziskaner ganz für dich und ihre Mitmenschen da zu sein. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Schenke den Lehrern und Kateketen die Gabe, in den Menschen die Sehnsucht nach dir zu wecken. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Führe unsere Verstorbenen in die Gemeinschaft mit dir. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch das Anliegen der Heiligen Messe in die Fürbitten hineinnehmen, nämlich die Baumgartner Kinder und Schwiegerkinder für verstorbene Eltern und ein zweites Anliegen Hertha Schinnerl, verstorbene Mutter und Schwester. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Denn deine Liebe ist größer als alle Not. Sie ist uns Halt in aller Bedrängnis. Dir gebührt Ehre und Dank in Ewigkeit. Amen. Zünden froh die Kerze an, dass sie sich still verbrennen und lösen diesen dunklen Bann, dass wir dein Bild erkennen. Du Mutter, das Ende und der Anbeginn, die Liebe und das Leben. Nun, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle.
allmächtiger Gott, die Gaben, die wir am Gedenktag des heiligen Bonaventura darbringen, bezeugen deine Macht und Größe. Diese Opferfeier erwirke uns die Frucht der Erlösung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebt die Herzen. Wir danken sie, Herr. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und am Fest des heiligen Bonaventura deine Größe zu rühmen. Sein Leben aus dem Glauben ist uns ein Vorbild. Die Botschaft seiner Predigt belehrt uns, seine Fürbitte erwirkt uns Schutz und Hilfe durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen, und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind,
in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Deshalb wagen wir zu sprechen: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Jesus hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So dürfen auch wir ihn bitten: Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.
Nun danket alle Gott. Seite 33. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Der ewig reiche Gott woll uns in unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Lob, Ehr und Preis sei Gott, dem Vater und dem Sohne und Gott, dem Heiligen Geist, im höchsten Himmelsthrone, ihm, dem dreieinen Gott, wie es im Anfang war und ist und bleiben wird, so jetzt und immer da. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast dem heiligen Bonaventura für den treuen Dienst an seiner Gemeinde die Krone des Lebens geschenkt. Das Sakrament, das wir empfangen haben, führe auch uns zur ewigen Freude. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Amen.